Come all you fair and tender girls that flourish in your prime. Beware, beware, keep your garden fair. Let no man steal your time. Das ländliche Dorset im Jahr 1870. Bas Chabat Everdeen ist eine selbstbewusste junge Frau, die sich nach einer Erbschaft in der Männerdomäne Landwirtschaft behaupten will, ist hin und her gerissen zwischen drei sehr unterschiedlichen Männern. Dieses Schwert könnte euch die Haut abziehen. Ihr sagtet doch, ich wäre sicher. Das wart ihr auch. Ganz und gar sicher. Dies sind zwei Menschen, die wunderbar miteinander harmonieren, für eine kurze Zeit, bevor sie erkennen, dass sie das, was sie haben, nicht bewahren können. Es ist der Inbegriff einer stürmischen Romanze. Mr. Boldwood, Miss Everdeen, eure Nachbarin. Boldwood steht für Sicherheit und Schutz, für Tradition. Mit ihm kommt die ehrgeizige, konventionelle Seite Bathshebas zum Zug. An einem gewissen Punkt könnte er das Sicherheitsnetz in ihrem Leben sein. Sie wäre nicht mehr allein. Ich bin ein Mann mittleren Alters. Mit dem Wunsch, euch zu beschützen für den Rest eures Lebens. Michael ist die perfekte Wahl für Boldwood. Er gehört zu den besten Schauspielern, die wir haben. Er strahlt diese absolute Würde aus. So wie Sand das Wasser, hat er während der Proben alles aufgesogen und sich die Figur einverleibt. Boldwood lebt etwas abgeschieden vom Rest der Gemeinschaft. Aber ich vermute, er ist sich schon darüber bewusst, dass dies vielleicht nicht die gesündeste Art ist, zu leben. Ihr seid bestimmt Pharmaok. Gabriel, ja. Yeah. Gabriel hat etwas an sich, das Bathsheba durch Mark und Bein geht. Und sie weiß, er kennt sie in allen Lebenslagen. Es verbindet sie eine unglaubliche Kameradschaft. Alle drei Männer haben bereits eine Zurückweisung erlebt und wollen eine weitere Demütigung um jeden Preis vermeiden. Bitte lasst mich nicht im Stich, Gabriel. Ich brauche eure Hilfe. Die Verfilmung der Klassiker der englischen Literatur sind schon seit Jahrzehnten ein echter Exportschlager Großbritanniens. Und auch die Macher dieses Streifens orientieren sich unverkennbar an der bewährten Ästhetik. Ein Klassiker der englischen Literatur wird in klassischer Manier auf die Leinwand gebracht und wirkt dabei nicht im geringsten angestaubt. Thomas Winterbergs mit feministischen Untertönen versetzte Thomas Hardy-Verfilmung ist zeitlos spannend. Du diese Frau zu deinem dir angetrauten Weibe? Willst du sie lieben, behüten, ehren und bewahren, bis dass der Tod euch scheidet? How my love's lighted me.